USB rum an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B rum an der Spree. Im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. Mama Berlin, Backstein und Benzin. Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser ziehen. Dickes B. Das ist eine Kaffeestube und kein Wickelraum. Entschuldigung, aber in Ihrer Toilette ist kein Platz dafür. Wenn dort Schweinkram gibt, dann kostet extra. Ich pass schon auf. Was wollen Sie bestellen? Bestellen? Bestellen. Wickelraum für Oma ist nicht. Ich nehme eine Tasse Filterkaffee. Ja, hätte ich drauf wetten können. Und könnten Sie mir das hier noch kurz aufwärmen? Bitte. Danke. Sie sind ein Engel. Hier ist schon warum ich jung hier geblieben bin. Überfall! Mach keinen Scheiß und räum die Kasse aus! Los jetzt! Was glaubt ihr, was ich hier verdiene? Ganz ruhig, mein Engel. Die Mama ist gleich wieder bei dir. Jungs, ich hab da mal eine Frage. Also, diese Windeln ist hier. Panne? Verpiss dich, das ist ein Überfall! Geht nicht. Erst muss ich meine Kleine wickeln. Aber bist du Baller? Das ist lustig, genau das Gleiche frage ich mich auch gerade, weil ich komme mit diesen Scheißdingern einfach nie klar. Weißt du, ich glaube, die hat einen Mann erfunden. Und ich krieg diese Dinger einfach nie richtig zu. Du etwa? Siehst du? Mama passt immer auf dich auf. The ground is full of broken stones. The last leaf has fallen. Nowhere to turn now. North, east, north, west, north or south. All that's ahead of me. Everything I know. So, und jetzt kommt der wirklich schwere Teil des Tages. So. So bring me. Kann ich Ihnen helfen? Indem Sie sich das hier mal ganz genau ansehen. Baby, weiblich, 9 Monate, sieht gesund aus. Was hat's denn verbrochen? Wiederholte nächtliche Ruhestörung in Tateinheit mit Sachbeschädigung von sündhaft teuren Windeln. Ich empfehle die Höchststrafe, sofortiges Knuddeln. Julia. Mama. Sag mal, Elli ist ja gewachsen. Ich würde ja wahnsinnig gerne das Urteil vollstrecken, aber sie schläft. Sag mal, Überraschungsbesuch, das ist doch gar nicht deine Art. Überraschend ja, Besuch nicht ganz. Ach. Hallo, Papa. Hallo, Julia. Hoher Besuch bei der einfachen Schutzpolizei, hm? Frau Klug? Ja? In
5 Minuten, Zimmer 2018. Danke. Ich muss los. Termine. Und die Chefin kennt Julia? 2018? Was will sie denn beim Betrug? Ich wäre gern informiert worden, Frau Schiller. Wenn der Innensenator endlich ein paar neue Planstellen schafft, dann muss man schnell zugreifen, Herr Sonntag. Sonst reißt sie sich ein anderer unter den Nagel. Trotzdem. Sie jammern doch immer, dass Sie zu wenig Leute im Betrugsdezernat haben. Das entspricht nicht dem offiziellen internen Ausschreibungsverfahren. Iversen in Hamburg schuldet mir jetzt einen Gefallen. Wenn der mal das BKA übernimmt, keine Angst. Sie ist eine top ausgebildete Polizistin. Ausgebildet in was? Das Betrugsdezernat ist doch nicht irgendeine 0815-Abteilung. Wir sind alle hochspezialisiert. Ja? Wunderbar. Sie ist jetzt in Ihrem Büro. Dort steht alles drin, was Sie über Sie wissen müssen. Kommen Sie. Dienstplan für Donnerstag, den... Nun sag's schon endlich. Dann ist es raus. Müssen wir unbedingt hier darüber reden? Ja, wo denn sonst? Du sagst doch immer, die Polizei sei dein Leben. Also können wir hier auch drüber reden, übers Leben, oder? Du, ich hab kein Problem damit, darüber zu reden. Ich bin nicht vor 13 Jahren aus dem Spießerhaushalt meiner spießigen Spießereltern ausgezogen, ne? Die Platte schon wieder. Das ist 13 Jahre her. Sie war 18 und wollte eben mehr vom Leben. Kann man doch verstehen, oder? Opa. Hey, sag nicht Opa zu mir. Opa, Opa, Opa. Komm her. Ey, Leute, das glaubt ihr nicht. Die zwei Flachzangen, die wollten im Kiosk überfallen und sind von einer total irren Frau in 0, nix mit einer Windel verprügelt worden. Man könnte glatt meinen, meine Schwester ist wieder in der Stadt. Nee, oder? Klug. Bist du mit den Klugs aus der Wache verwandt? Die Tochter. Deswegen wollte sie nach Berlin zurück, zu ihrer Familie. Hier ist alles geschwärzt. Geheimhaltungsstufe. Sie hat jede Menge Spezialeinsätze gemacht. Sehen Sie sich mal die Auszeichnung an. Was will denn so eine im Betrugsdezernat? Hm? Ich meine, MEK, SEK und die Hälfte der Abkürzung habe ich noch nie gehört. Eine Elite-Polizistin eben. Hier bei uns. Sie sollten mir wirklich dankbar sein. Ihre neue Mitarbeiterin wird Ihre Abteilung in ganz anderem Licht erscheinen lassen. Tut mir leid, mein Schatz, dass der Mama das Gläschen runtergefallen ist. Frau Klug? Ja, Julia Klug. Freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, tut mir leid wegen. Ich mach das sofort weg. Ist das Ihr Kind? Wieso hat mir das keiner gesagt? Ja, wir sind Ihnen total dankbar, dass das mit der Stelle hier geklappt hat. Also in meinem alten Job mit der Kleinen, das wäre echt nicht gegangen. Sie haben sich hierher versetzen lassen, weil Sie das hier für eine gemütliche Mutter-Kind-Abteilung halten? Ja. Tja, also das ist Herr Sonntag, Ihr direkter Vorgesetzter. Ich denke, Sie werden ein hervorragendes Team werden. Nicht wahr, Herr Sonntag? Nicht wahr, Herr Sonntag? Ja, natürlich. Sehr schön. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Na dann. Wo kann ich mich denn ausbreiten? Die Frage ist wohl eher, wo haben Sie sich noch nicht ausgebreitet? Entschuldigung. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht vorhaben, Ihr Kind jeden Tag mit ins Dezernat zu bringen. Keine Sorge, ich habe Familie, die sich um Sie kümmern wird. Soweit ich weiß, arbeiten doch aber alle von Ihrer Familie bei der Polizei. Bei der Polizei? Wo kann ich die denn aufhängen?
Das ist ein Konferenzraum. Ist das ein Problem? Kein Problem. Wenn Sie so gut sind, wie Frau Schiller sagt, werden Sie sich ja nicht mit weniger zufrieden geben als unserem schwierigsten Fall. Nicht wahr? Wow, das ist wirklich viel. Hornberg, super. Was soll ich tun? Zugriffsplanung, strategische Lagerarbeit, taktische Fallführung? Lesen. Danach können Sie mir sicher eine Zusammenfassung der Fallproblematik unter Berücksichtigung des juristischen Kontextes geben. Sagen wir bis 16.30 Uhr. Lesen. Das alles. Ja, genau. Lesen. Das können Sie doch, oder? Und bevor Sie damit anfangen, wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Kindergarten in meinem Büro wieder auflösen. Kein Problem, Boss. Oh Mann, das ist härter als 2 Tage bei Frost in einem Erdloch auf einen Terroristen zu lauern. Also, weiter geht's. Seite 3. Das hält doch kein Mensch aus. Drei Kilo Ermittlungsakte und der Kerl läuft immer noch frei rum? Mama hat eine bessere Idee. Ich zeig dir jetzt mal eine richtig schicke Gegend von Berlin. Los geht's, mein Schatz. Kann ich Ihnen helfen? Entschuldigung. Oh, ich bin völlig verschwitzt, aber meine Kleine hier ist auch ganz schön schwer. Mhm. Ja, bitte. Vielen Dank. Sie sind ein echter Gentleman. Die gibt's nicht mehr so oft. Ich bitte Sie, das ist doch selbstverständlich. Es tut mir auch wahnsinnig leid, Sie zu belästigen, Herr... Hornberg. Herr Hornberg, aber meine Kleine hier hat die Windeln voll. Und wenn ich sie nicht sofort wickle, dann bekommt sie wieder diese Pickel am Po. Und dann weint sie die ganze Nacht und... Ich habe eine Tochter. Ich habe an 3 Haustüren geklingelt, aber es war niemand da und einen Supermarkt oder so habe ich auch nicht gefunden und es dauert auch wirklich nicht lange. Ehrlich. Das Badezimmer? Oh, das Gästebad befindet sich im 1. Stock, die Treppe hoch und Sie können es nicht verfehlen. Sie haben gerade 2 Mädchen auf einmal glücklich gemacht. Nun, dann bin ich wohl auch glücklich. Bitte. So, verdeckte Informationsbeschaffung laut Lehrbuch. Erstens, in Privaträumen gibt's immer was. Badezimmer. Check. Schlafzimmer. Kinderzimmer. Siehst du was Auffälliges? Das da? Meinst du wirklich?
Zimmer meiner Tochter. Sie haben nicht zufällig irgendwo Feuchttücher? Im Bad sind nämlich keine. Hornbergs Anwälte machen mir die Hölle heiß. Hausdurchsuchung ohne Durchsuchungsbeschluss. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich? Sie haben mir doch dieses Kuckuckseinsnest gelegt. Ich habe nicht vor, meine Entscheidung vor Ihnen zu rechtfertigen. Ist das klar, Sonntag? Ja, natürlich. Mir ist doch vollkommen klar, dass Frau Klug anders ist als die Mitarbeiter, die Sie gewohnt sind. Anders? Das ist wirklich eine schöne Umschreibung. Sie sollten mich doch gut genug kennen. Habe ich jemals etwas getan, das Ihnen geschadet hätte? Sehen Sie es als eine Art Herausforderung an. Eine, bei der wir alle nur gewinnen können. Jürgen? Johannes? Fehlt euch noch was, ihr beiden Leckerchen? Danke. Danke. Ja, na. Sag mal, wäre es eigentlich zu viel verlangt gewesen, oder hättest du mir vorgewarnt? Hä? Vor denn? Na, vor deiner Revolverheldin mit Kind. Sag mal, wie redest du denn über meine Tochter? Auch wenn ihr noch so viele Auszeichnungen und Orden hat. Wenn die bei mir in der Abteilung Mist baut, fliegt sie raus. Moment mal, was willst du damit sagen? Julia arbeitet bei dir? Im Betrug? Das weißt du nicht? Es ist 16.30 Uhr. Haben Sie die Akte gelesen? Also ich, naja. Was haben Sie eigentlich mit denen gemacht, wenn mal einer aus der Reihe getanzt ist? Bei mir ist nie einer aus der Reihe getanzt. Dann haben Sie also keine Ahnung, wie es ist, wenn jemand einen Anschiss abfängt, der eigentlich jemand anderem gebührt. Wieso den Anschiss? Ich habe Hornberg aufgescheucht. Das ist alles. Ah, dann war das Absicht. Natürlich. Und was bitte war der Zweck dieser überaus raffinierten Aktion? Infobeschaffung. Man muss den Feind kennen, wenn man ihn besiegen will. Und einfach nur die Akte zu lesen, war natürlich zu viel verlangt, oder? Mitkommen. Um es für Sie mal ganz einfach zu formulieren, Frau Klug. Dieser Hornberg baut quer durch die Republik große Gewerbeobjekte und sahnt überall Fett ab. Und wenn die Zulieferer und Handwerker ihr Geld wollen, meldet er Insolvenz an. Hier, das letzte Opfer Hornbergs. Ein Tischler namens Scheppel. Tja, der hat sich wenigstens gewehrt. Gebracht hat es ihm eine Ordnungsstrafe, die er auch nicht mehr bezahlen kann. Insolvent, insolvent, insolvent. Betrüger wie Hornberg sind intelligent, Frau Klug. Ihre Firmen sind raffiniert konstruiert. Sie haben Top-Anwälte. Da können Sie nicht einfach reinspazieren und darauf hoffen, dass da irgendwelche Beweismittel offen rumliegen. Was ist das? Das lag da offen rum. Also eigentlich lag das Smartphone offen rum. Was haben Sie getan? Hornbergs Tochter geht auf ein Internat, hunderte Kilometer entfernt von zu Hause. Und was liegt in ihrem Kinderzimmer? Ein Smartphone. Ja und? Dann hat sie das halt vergessen. Teenager müssen 24 Stunden am Tag nachsehen, wer sie auf Facebook, Twitter oder sonst was angeschrieben hat. Ein Teenager ohne Smartphone, das ist wie Sie ohne Akten. Das Smartphone gehört also Hornberg, denn der lebt allein in seiner Villa. Genau. Das ist eine IP-Adresse. Mit dem Smartphone wurde im Internet gesurft, aber über unverschlüsseltes WLAN aus der Nachbarschaft, obwohl Hornberg ein eigenes, viel stärkeres WLAN hat. Und es wurde telefoniert, aber verschlüsselt. Ziemlich aufwendig. Genau.
Wir müssen nur noch die IP-Adresse identifizieren, die Hornberg angerufen hat und... Das ist illegal erworbenes Beweismaterial, Frau Klug. Das nützt uns gar nichts. Da gibt es in dem Fall endlich einen Punkt, an dem wir ansetzen können. Und Sie wollen nichts tun? Sie haben es immer noch nicht verstanden, oder? Wenn wir nichts in der Hand haben, was vor Gericht standhält, dann haben wir gar nichts und können nichts tun. Ich habe gelernt zu schießen, bevor der andere es tut. Aber hier hockt man lieber rum und wartet auf seine Pensionsansprüche. Ist das nicht genau der Job, den Sie haben wollten? Ich denke, für Ihren ersten Tag haben Sie genug angerichtet, Frau Klug. Gehen Sie nach Hause. 376 Alexanderplatz. Da hängen wieder die Punks rum. Ah ja, wer fährt freiwillig zu Frau Rosenmeier in Wedding? Ist das immer noch dieselbe, die immer versucht, Polizisten zu vernaschen? Frag mal deine Tochter, was sie wirklich hier in Berlin will. Also ich... Sie ist doch deine Tochter, frag sie selbst. Frag sie mal, warum sie uns nichts von ihrem neuen Job beim Betrug erzählt hat. Frag du sie doch. Also das mit dem Job... Na, wieso ich? Mir erzählt sie ja nichts. Ja, vielleicht, weil du immer mich und nicht sie fragst. Sie hört ja wohl alles mit. Dann kannst du sie doch gleich selber fragen. Also wenn ich auch mal... Diese Heimlichkrämerei, die hat sie von dir. Wie bitte? Ja, wir hatten damals einfach eine Reise auf die Kanaren gebucht, ohne mich zu fragen. Und wer hat diese Reise boykottiert? Der Leiter der Wache hat eine Urlaubssperre verhängt, hm? Du bist die... der Leiter der Wache. Ellie. Ich geh hoch. Du musst Julia aber auch mal die Gelegenheit geben, von selber zu kommen. Von selber zu kommen, von selber zu kommen. Ist er schon da? Ach, Ellie. Wenn die beiden die ganze Wahrheit wüssten. Oh Mann, ich habe keine Ahnung, wie ich ihnen das beibringen soll. Und ich habe keine Ahnung, wie die beiden auf die ganzen Katastrophen reagieren werden. Dein Opa wird nie verstehen, dass es im Leben mehr gibt als Sicherheit und Streifendienst und Rentenanspruch. Ich wollte hierher nie, nie wieder zurück und jetzt ist es der einzige Ort auf der Welt, wo ich noch hin kann. Ich sag dir, am Ende zieht Julia hier wieder ein. Nach eurem letzten Krach? Ja, ist ja gut. Außerdem steht dieses Haus an einem Strand auf Kuba? Ja, doch. Eben. Julia lebt ihre Träume. Und ein Leben in diesem Haus kommt darin bestimmt nicht mehr vor. Nur wenn Sie runterkommen. Ich bringe mich jetzt um! Nein, das tun Sie nicht. Vorher erschieße ich Sie. Schöne Scheiße. Nicht mal anständig über den Jordan kann man gehen.
Warum haben Sie den Hornberg denn nicht verklagt? Mit den eigenen Waffen schlagen und so. Hab ich doch. Jetzt kann ich nicht mal mehr den Anwalt bezahlen. Morgen wird gepfändet, gehen hier die Lichter aus und Hornberg trinkt Shampoos. Von Ihrem Selbstmitleid kommt er aber auch nicht in den Knast. Treten Sie dem Hornberg noch mal in den Arsch, anstatt sich einfach so hängen zu lassen. Was wissen Sie denn, wie man sich fühlt, wenn man so abgezockt wird? Das Gefühl kenne ich. Besser als Sie denken. Fünf Minuten später und er wäre tot gewesen. Das wäre ja bedauerlich gewesen. Hallo? Der wollte sich umbringen, wegen Hornberg. Nun war es in dem Fall ja mal gut, dass Sie da waren. Wer ist dieser Rudolf von Brunhardt? Oh, das ist ein Kundenberater von einer Privatbank in Liechtenstein. Sie haben die IP-Adresse ja doch überprüft. Nur der Vollständigkeit halber. Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass Sie diese Information illegal erworben haben. Liechtenstein. Dort versteckt Hornberg sein Geld. Wir müssen die Geschäftsräume der Bank durchsuchen. Wie machen wir das? Ich plane den Ablauf und Sie haben doch bestimmt ein Formular für so eine Razzia. Höchstens ein Formular für einen Urlaubsantrag. Denn mehr können Sie in Liechtenstein nicht machen. Das ist alles. Wollen Sie Hornberg nicht wenigstens vorladen und zu dem Herrn von Brunhardt befragen? Wenn Sie das unbedingt machen wollen, tun sich keinen Zwang an. Ja, wir haben es ja. Wer hat das die Antwort? Ja. Ich habe mit Peter in Hamburg gesprochen. Kleiner Dienstweg. So, einer nach dem anderen in die Farbe und dann in die Felder da. Ja, und? Er ist nicht an Julias Personalakte rangekommen, obwohl er Zugriff haben müsste. Die Akte ist gesperrt. Au! Oh, Klausi, jetzt stell dich doch nicht so an. Du machst das doch nicht zum ersten Mal. Ja, auch nicht. Marianne, du weißt, was das bedeutet. Nur die Innere kann eine Akte sperren. Das heißt, sie hat was mit einer Straftat zu tun. Ihr kennt einen Spitzenanwalt. Egal, was eure Kleine gemacht hat, der holt die wieder raus. Entschuldigung, Klausi, aber aus den Familienangelegenheiten, da hältst du dich besser raus, ja? Das ist unsere Sache, okay? Genau. Also ich weiß beim besten Willen nicht, inwiefern mich fremde Familienangelegenheiten tangieren sollten. Diese hier sollten Sie aber tangieren. Ihre Opfer haben Familie. Frauen und Kinder, die jetzt bettelarm sind. Hier. An jedem dieser Schicksale tragen Sie die Schuld. Heute Nachmittag wollte sich einer sogar umbringen. So verzweifelt war er. Sie erinnern sich noch an Herrn Scheppel, den Schreiner? Scheppel? Oh ja. Ich erinnere mich vor allem daran, ihn in meiner unendlichen Güte nicht angezeigt zu haben. Sie. Obwohl er mich angegriffen hat. Herr Hornberg, können Sie mir als Laien eins mal erklären? Da haben Sie mit Ihren Bauprojekten Millionen gemacht. Aber für die Rechnungen der Trockenbauer und Dachdecker und Schreiner war nichts mehr da? Nun, die Risiken eines freien Unternehmers erschließen sich einer kleinen Beamtin im gehobenen Dienst vielleicht nicht auf den allerersten Blick. Nur so viel. Kostenexplosion, Zinsverlust, Hypotheken. Das Geld ist mir nur so durch die Finger geflossen. Und einer dieser Geldströme floss geradewegs nach Liechtenstein, richtig? Liechtenstein? Zu Herrn von Brunhardt. Haben Sie bei dem auch versucht, Ihr Töchterchen zu wickeln? Sie haben Ihre kleinen Geheimnisse, wir haben unsere. Dann ist es doch für Sie sicherlich kein Geheimnis, dass seine Tochter mit meiner Tochter aufs Internat geht. Die beiden Mädels sind befreundet. Ein sehr nettes Mädchen übrigens. Mit Herrn von Brunhardt habe ich nicht das Geringste zu tun. Leider hat sich bis dato noch keine Gelegenheit ergeben, sich einmal persönlich kennenzulernen. Autsch. Jetzt habe ich Sie enttäuscht. Hm? Frau Klug,
Seien Sie doch ein kluges Mädchen. Versuchen Sie gar nicht erst, mich für irgendetwas haftbar zu machen. Denn selbst wenn es Ihnen gelänge, bei mir ist nichts zu holen. Sie haben mich ins offene Messer laufen lassen. Oh nein, Sie hätten einfach nur die Akte lesen sollen. Dann wäre Ihnen nämlich aufgefallen, dass Hornberg für alles eine Erklärung parat hat. Wenn Sie glauben, dass ich aufgebe, haben Sie sich geschnitten. Tatsächlich? Was haben Sie eigentlich gegen mich? Ich habe Ihnen nichts getan. Das Betrugsdezernat ist mein Leben, Frau Klug. Und ich kann einfach keine Leute gebrauchen, denen es scheißegal ist, wo sie arbeiten, solange sie nur ihr Kind nebenher aufziehen können. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich hasse Betrüger, genau wie Sie. Mehr noch, als Sie denken. Was auch immer Sie in der Vergangenheit gewesen sein mögen, Frau Klug, hier sind Sie nichts weiter als eine blutige Anfängerin. Und Anfänger machen nun mal Fehler. Fehler über Fehler. Anfängerin. Anfänger. Anfängerfehler. Martin? Julia hier. Alte Schnacke, wie ist das Wetter in Hamburg? Sag mal, bist du immer noch die Laborratte bei der KTU? Hör mal zu, musst mir einen Gefallen tun. Nee, geht diesmal nicht um Terroristen, aber fast genauso schlimm. Sag mal, wie lange brauchst du, um eine Papieranalyse zu machen? Sie meinen also, die Urkunde zur Eigentumsübertragung des Hornberg-Vermögens wurde nachträglich ausgestellt und rückdatiert? Genau. Das hat die Papieranalyse eindeutig bewiesen. Eine Fälschung? Ich freue mich auf Ihre Erklärung, warum Sie das seinerzeit nicht untersucht haben, Herr Sonntag. Na, schönen Dank, Frau Klug. Schönen Dank. Wegen nichts und wieder nichts haben Sie mich jetzt vor der Chefin blamiert. Wegen nichts und wieder nichts? Eine Urkundenfälschung ist doch schon längst verjährt. Also sind wir wieder am Anfang. Willkommen in meiner Welt, Frau Klug. Hier braucht man Geduld und eine hohe Frusttoleranz. Das hat nun mal nicht jeder. Sie wollen, dass ich hinschmeiße? Ich würde es verstehen. Herein. Herr Sonntag, Ihre Lieferung. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Herzlichen Dank, Frau Mangold. Sehr gerne. Ist es etwa... Das ist das ASX-23. Das ist das modernste Abhörmikrofon auf dem Markt. Das benutzt bisher nur der MAD. Wenn Sie das sagen... Ich krieg die Motten. Sie haben die komplette ASX-Serie. Modernste Spionagetechnik. Das ist krass. Die sind ja noch original verpackt. Sie haben die noch nie benutzt?
Ich glaube das nicht. Sie sind ausgestattet wie CIA und Mossad zusammen und Sie benutzen das Zeug nicht? Der Einsatz dieser technischen Hilfsmittel unterliegt strengen Genehmigungsverfahren. Ganz besonders, wenn es sich um Militärtechnologie handelt. Es ist schon schwer genug, diese Geräte überhaupt zu beschaffen, sie legal einzusetzen. So gut wie unmöglich. Das ist also Ihre private Piepshow? Nur gucken, nicht anfassen. Ja, ganz genau. Aber auch nur gucken kann einen schon in Schwierigkeiten bringen. Guten Abend, Herr von Brunhardt. Nur eine kurzfristige Beeinträchtigung. Ich möchte Sie bitten, eine Bilanz abzuschätzen. Schön weiter. Und wir brauchen einen neuen Kommunikationsweg. Ich rufe Sie mal zum letzten Mal unter dieser Nummer an. Die neue Telefonnummer. Polizei, bitte steigen Sie aus dem Fahrzeug. Julia, bist du das? Nee, ich bin Schneewittchen und suche reiche Freunde. Blöd, Mann. Was machst du denn hier? Hallo, ich hab Nachtschicht. Aufgrund der Markt- und Währungsvolatilität in unseren primären Anlagebereichen. Ich muss was machen. Ich glaube, diese verrückte Polizistin ist schon wieder da. Mist! Was? Ach, nichts. Du hast nur gerade dafür gesorgt, dass ich meinen neuen Job verliere, mein Kind nicht mehr ernähren kann und... Sag mal, wer ist denn das da bei dir im Wagen? Ach, das. Sag mal, könntest du vielleicht so tun, als ob du mir deine Papiere zeigst, bitte? Du nimmst dein Date im Dienstwagen mit? Wenn das Papa mitkriegt. Muss er ja nicht. Schwesterherz, bitte. Die steht voll auf mich, ehrlich. Ich muss nur ein bisschen, naja, Superbulle spielen. Was kriege ich dafür? Das Gleiche wie immer? Deine Stimme im nächsten Familienrat? Okay. Ich hab doch nichts falsch gemacht, Herr Wachtmeister. Cool. Kannst du dich vielleicht ans Auto lehnen und ich teste dich ab? Steht dein Date etwa auf Polizisten mit gebrochenen Armen? Okay, okay. Ich seh dich dann zu Hause. Sie sind ohne Durchsuchungsbeschluss in die Villa von Hornberg eingedrungen. Schon wieder. Sie haben ohne richterliche Genehmigung sein Haus verwanzt. Mit meinen Wanzen. Und das Schlimmste ist, Sie sind in meinen persönlichen Schrank eingebrochen. Also, eingebrochen würde ich das nicht nennen. Der war ja quasi offen. Außerdem ist das Dienstequipment. Für dessen Einsatz man eine Genehmigung braucht. Dafür hänge ich Ihnen ein Disziplinarverfahren an den Hals, das sich gewaschen hat. Ihre Zukunft in dieser Abteilung können Sie vergessen. Was? Geiselnahme in der Schröderstraße. Schröderstraße? Ist da nicht die Werkstatt von Scheppel? Der Täter heißt Scheppel. Er hat einen gewissen Hornberg entführt und als Geisel genommen. Arbeitet ihr an dem Fall? Das ist alles Ihre Schuld. Ja, dann sag doch mal meiner Tochter, dass... Hier, er will nur mit dir reden. Wer? Scheppel, der Geiselnehmer. Seien Sie um Himmels Willen vorsichtig. Sagen Sie nichts, was ihn provozieren könnte. Ganz vorsichtig. Scheppel, Sie Wahnsinniger. Warum habe ich Sie nicht einfach in Ihrer Werkstatt hängen lassen? Ich weiß, dass Sie verzweifelt sind, Scheppel. Passen Sie auf. Ich kann Sie da rausholen. Aber nur, wenn Sie mir jetzt ganz genau zuhören. Meine Ehe ist im Arsch und meine Leute sitzen auf der Straße. Na endlich, Frau Klug, das wird aber auch mal Zeit. Retten Sie mich vor diesem Ehrenmensch. Wieso? Herr Scheppel wollte, dass ich zusehe, wenn er Sie erschießt. Was? Und ich muss sagen, ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Sind Sie wahnsinnig? Das ist Ihre verdammte Pflicht, mir zu helfen. Wenn Sie spielen Golf mit dem Polizeipräsidenten.
werde Ihre Karriere beenden, das sage ich Ihnen, Fräulein. Ich sorge dafür, dass Sie wieder Strafzettel verteilen. Schwierig, wenn Sie tot sind. Keine Tricks, Frau Klug. Bleiben Sie stehen. Sind Sie sicher, dass Sie den Mumm haben, das durchzuziehen, Herr Scheppel? Ich meine, Sie konnten sich ja nicht mal selber umbringen. Hören Sie doch auf, ihn zu provozieren, um Gottes Willen. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Sehen Sie es ein, Herr Scheppel. Sie haben es einfach nicht drauf. Sie sind nichts als ein verdammter Loser. So, ich hab's nicht drauf. Loser, haben Sie gesagt. Ein großer Fehler, Frau Klug. Tödlicher Fehler. Unterschätze nie einen Mann, der nichts mehr zu verlieren hat. Jetzt zu uns, Hornberg. Hören Sie, Schäppel, ich ersetze Ihnen den Verlust, wenn Sie mich gehen lassen, okay? Du, ich kann auf dein dreckiges Geld verzichten. Ich lege noch was oben drauf, dann können Sie den ganzen Laden hier neu aufmachen. Ah ja, und ich dachte, du wärst pleite. Pleite? Ich? Scheppel, Sie alter Scheppel, ich habe so viel Geld. Sie und ich, wir brauchen nie wieder auch nur einen einzigen Tag arbeiten, das garantiere ich Ihnen. Hältst du mich für bescheuert? Bevor ich die Kohle habe, bin ich doch längst im Knast. Ich rufe mal meine Banker an in Liechtenstein. Sie haben das Geld heute noch, das garantiere ich Ihnen. Na, was sagen Sie? Was für Scheiße? Nee. Tja, weiß jetzt nicht. Reicht das? Das reicht total. Ich habe so viel Geld. Sie und ich, wir brauchen nie wieder auch nur einen einzigen Tag arbeiten, das garantiere ich Ihnen. Haben Sie gut gemacht. Aber die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und Ihnen ist wirklich nichts passiert? Naja, die Rippen werden mir schon noch ein paar Tage wehtun. Deshalb ist es nach jahrelangen Ermittlungen durch hervorragende Arbeit des Betrugsdezernats gelungen, den Unternehmer Hornberg, der seit mehr als 10 Jahren durch betrügerische Insolvenzen zahllose Menschen um Millionen geprellt hat, dem Haftrichter zu übergeben. Jo, der Arsch ist im Arsch. Wie waren wir? Wir? Ach kommen Sie, machen Sie sich mal locker. Das war doch eine richtig gute Nummer. Danke für den Schreibtisch. Der kommt von oben. Das stimmt nicht von mir. Nicht? Russisches Roulette als Ermittlungsmethode. Ist doch kompletter Irrsinn. Sie hatten Glück. Pures Glück. Mehr nicht. Aber Glück allein reicht mir nicht, Frau Klug. Auch noch einen schönen Abend. Meiner wird's nicht. Offenbarungseid? Eine Viertel Million. Du hast dich abzocken lassen? Krass! Abzocken? Sergi war zweimal auf Kuba. Der hat alles vorbereitet. Ein Kaufvertrag, Renovierungsplan, Businessplan. Das sah alles total echt aus. Weil ich Beamtin bin, habe ich uns den Kredit besorgt. Und dann ist er mit der Kohle über alle Berge. Ja, eure Tochter, die Superpolizistin, ist auf einen Betrüger reingefallen. Und der einzige Job, den ich finden konnte, ist ausgerechnet im Betrugsdezernat. Von wegen, sie zieht hier nicht mehr ein, ne? Ich weiß. Ob ich einziehen darf, entscheidet der Familienrat. Ich bin dafür. Jetzt hört mal auf mit dem Quatsch mit Familienrat. Das ist eine Notsituation. Da gibt's kein Wenn und Aber. Komm mal her. Komm mal her. Jemand einen Kaffee? Nein. Bier? Ja. Genau.
Willkommen bei den Klugs, Frau Klug. Köpenick statt Kuba. Gibt's Schlimmeres? Ist doch komisch, früher wollte ich immer so weit wie nur irgend möglich von zu Hause weg und jetzt kann ich mir keinen Ort auf der Welt vorstellen, wo ich mich sicherer fühlen würde. Wo es Ellie besser gehen könnte. Wir sind alle mal erwachsen. Tut nur unterschiedlich weh. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Das war doch noch nie dein Problem. Was jetzt? Ahnung oder funktionieren? Angst, Schatzilein. Angst. Aber jetzt habe ich ein Kind. Ich bin Mutter. Ja. Genau. Du Glückliche. Ein Grund mehr, keine Angst zu haben. Schön, wieder hier zu sein. Denn nur wenn du hier bist, kannst du davon träumen, wegzugehen.